Mahlzeit, Freunde. Heute mal vor der vielleicht meistgehasstesten Harley-Davidson. Oder manche würden auch behaupten, es ist gar keine Harley-Davidson mehr, die es so auf dem Markt gibt. Und zwar die Harley-Davidson Pan America. Doch stimmt das Ganze wirklich oder ist es hier eine vollwertige Harley-Davidson und macht vielleicht sogar richtig Spaß? Wir werden das Ganze heute testen. Ich glaube, ich bin da vielleicht ein ganz guter Kandidat, denn ich persönlich fahre, seit ich den Führerschein habe, nichts anderes als Cruiser, fahre natürlich auch eine Lowrider S und bin persönlich die Pan America bisher einmal gefahren, aber noch nie Offroad oder sonst was. Generell habe ich gar keine Erfahrung, was Offroad fahren oder sonstige Geschichten angeht, bin noch nie groß andere Motorrad-Genres gefahren. Aber ich möchte das Ganze einfach mal testen, weil ich glaube, dass dieses Motorrad hier sehr viel Potenzial hat. Und wenn man einfach mal mit einem bisschen offeneren Blick daran geht und nicht sagt, hey, das sieht nicht aus wie klassischer Chopper oder sowas, muss es nicht direkt heißen, dass es ein schlechtes Motorrad ist. Ich finde es eigentlich gut, wenn die Marke Harley sich etwas breiter aufstellt und wir halt somit auch andere Sachen ansprechen. Und du hast trotzdem einen V-Twin-Motor. Natürlich ist es der Revolution Max-Motor, da streiten sich halt die Geister, wie der halt vom Klang und von der Charakteristik halt eben ja, noch so ist. Also ist natürlich ein bisschen weniger geil als der Milwaukee 8 und wesentlich weniger geil als jetzt Evo, Twin Cam, Shovel, was weiß ich. Wir haben hier noch eine Jaclyn Hyde-Anlage dran. 1250 Kubik hat das Ganze. Wir werden es einfach mal testen. Ich werde das Ding jetzt mit euch zusammen Probe fahren. Wir gucken uns das Ganze an. Das ist unser Vorführer von Harley-Davidson Bielefeld. Wer das Ding auch fahren will, kommt einfach mal vorbei und testet das. Wie immer labern wir nicht lange rum, sondern fahren einfach mal. Ich werde heute meine ersten Offroad-Erfahrungen mit diesem Ding hier sammeln und ihr seid dabei. So, dann wollen wir uns mal dem Schätzchen hier annehmen. Wir haben hier einen geilen Sonnenuntergang. Wir haben Feldwege und wir haben die Pan America. Und wir haben einen Dulli wie mich, der noch nie in seinem Leben auf was anderem außer Asphalt gefahren ist. Und eigentlich auch bisher nur Cruiser, Harley, Chopper-mäßig unterwegs war. Und wir testen jetzt mal die Pan America Adventure Touring Bike. Und ich habe mir ein paar Strecken rausgesucht. Also wir sollten heute einiges dabei haben. Es sollte dabei sein Schotter, Wald, vielleicht sogar Wasser. Ich habe meinen Regenanzug angezogen, damit ich nicht komplett dreckig werde, obwohl wir 25 Grad haben. Aber egal. Wir probieren das aus. Wir haben ja auch eine Jaclyn Hyde dran. Ganz geil. Machen wir mal an. Ich glaube, wir starten einfach mal, oder? Also aufsteigen ist echt ungewohnt. Auch die Sitzposition ist übelst ungewohnt. Das ist echt komisch für mich. Ich habe mir natürlich ein paar Tipps geholt. Ich habe vorher ein bisschen mit Laszlo gesprochen, unserem Verkäufer. Was er mir empfehlen würde, der hat da ein bisschen mehr Erfahrung bei dem Thema. Er sagte, auf jeden Fall den Offroad-Modus probieren, Traktionskontrolle ausschalten und wenn es wirklich ins Gelände geht, dann am besten im Stehen fahren. Ich bin noch nie in meinem Leben im Stehen gefahren, so richtig, außer vielleicht mal so eine Sekunde oder so. Aber wir werden das einfach testen. So, ich habe uns eine schöne Strecke hier gefunden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gleich direkt durch das Wasser ballern werde. Ich glaube nicht. Vielleicht fahren wir die erstmal und fahren die danach wieder zurück oder so. Ich habe auch noch ein paar andere Strecken im Petto. Aber wir probieren jetzt erstmal in den Offroad-Modus zu gehen. Und zwar schaltet man das hier durch. Das müsste jetzt Offroad sein. Und hier müsste jetzt die Traktionskontrolle eigentlich ausgehen. Wir testen es einfach mal und gucken mal, wie das jetzt hier ist. Also hinter mir ist noch quasi normale Straße eigentlich. Das sind jetzt fast die ersten Meter auf Schotter. Ich bleibe jetzt erstmal sitzen und dann fahren wir hier mal so ein bisschen drumherum. Haben wir mal hier ein bisschen außenrum. Das geht aber eigentlich ganz gut. Laszlo sagte auch, ich soll nicht zu langsam fahren, lieber ein bisschen Schwung mitnehmen. Ich stelle mich mal jetzt hier lieber hin. Macht aber Bock, Alter. Und die federt das echt gut weg. Bisschen mehr Gas geben hier. Also es fährt sich jetzt... Oh, hier geht's krass runter. Halleluja. Das... Alter. Also man muss aber schnell reagieren auf die ganzen Sachen hier. Schalten wir mal runter. Okay, man muss stehen bleiben. Also im Sitzen keine Chance. Das ist so viel hoch runter. Aber das... Ey, das macht richtig Bock, Alter. Ey, das hätte ich... Ey, das hätte ich ja niemals gedacht. Okay, ich habe schon meine ersten Schwierigkeiten. Ich versuche hier gerade zu drehen und das klappt nicht. Ich glaube, ich muss einmal absteigen, weil hier ist es ein bisschen zu steil. Ich komme hier so nicht raus. Ah, müssen wir ein bisschen Kraft anwenden. Ich bin halt echt auch wirklich der totale Anfänger, Noob, was weiß ich. Ich habe das noch nie gemacht und noch nie irgendwie eine Einweisung gehabt. Aber ich glaube, das macht es auch so interessant. Aber es ist auf jeden Fall mal was anderes und was Geiles vor allem. Lass uns doch mal hier rechts fahren. Das sieht doch auch vielversprechend aus. Also auf sowas hatte ich echt schon lange mal Bock. Wollte sowas schon lange mal testen. Ich stelle mich wieder hin und wir knallen hier mal durch. Sowas kannst du halt mit einer normalen Harley einfach auch nicht machen, ne?
Aber ich sag euch ehrlich, ihr müsst das mal ausprobieren. Ein bisschen mehr Geschwindigkeit, ich will es jetzt nicht übertreiben. Also ich sag mal, für genau sowas ist die Pan Am ja gebaut, ne? Und das macht sie auch wirklich gut. Also das macht echt Bock, die federt das weg. Das ist echt geil, also ich glaube, ich mache das öfter, ich sag's euch ehrlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir so ein Bike kaufen würde. Aber das macht mir gerade Spaß. Das hier ist schon ein bisschen, wir fahren mal durch dieses Schlagloch hier, komm. Ey, die federt das wirklich gut weg. Ich hoffe, diese Pfützen hier sind nicht zu tief. Oh, Alter. Alter, das ist aber geil. Aber ich habe echt Angst, dass ich irgendwie wegrutsche oder sowas. Laszlo meinte, viel mit Kupplung arbeiten. Ich probiere es mal. Jetzt bitte nicht auf die Fresse legen hier. Boah. Boah, ich werde aussehen wie Sau gleich. Ich sag's euch. Hier mal so ein bisschen drumrum. Halleluja. Ey, das ist wirklich sketchy, ne? Aber auch geil. Alter, komplett durch die Pfützen, Alter. Digga. Aber das merkst du gar nicht, Alter. Du fährst ja so durch. Das ist ja sowas von geil. Ich habe lange nicht mehr so viel Spaß beim Motorradfahren gehabt. Ungelogen. Also klar, Harley, Cruisen und der Sound und so, das ist ein Träumchen. Aber das hier ist ein ganz anderes Erlebnis. Also, wer das noch nicht gemacht hat und irgendwie die Möglichkeit hat, der sollte das mal testen. Dann gucken wir mal, wie die Straßenperformance so ist. Ist halt auch ein ganz anderer Charakter, der Motor, ne? Der dreht halt höher und die Leistung kommt halt erst im höheren Bereich. Boah, Alter, das ist aber krass, Alter. Bisschen wie bei der Sportster S. Im oberen Bereich kommt dann richtig die Leistung. Ist halt anderes Fahren, ne? Ist halt eher wie normales Motorradfahren, habe ich mir sagen lassen. Ich weiß es ja nicht. Bin außer das Naked Bike in der Fahrschule damals ja noch nie ein normales Motorrad in dem Sinne gefahren. Also ein Negativpunkt, der mir auffällt, beim normalen Straßenbetrieb habe ich irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, ich rutsche nach vorne zum Tank. Ich weiß nicht, ob es an meiner Größe liegt oder weil ich zu fett bin, aber irgendwie ist es nicht ganz so komfortabel. Also versteht mich nicht falsch, das Bike an sich ist super komfortabel. Man spürt kaum Wind, man hat eine entspannte Position, aber dieses Gerutsche nach vorne zum Tank, es geht mir mächtig auf die Eier, also wörtlich auf die Eier. Ich ändere nochmal den Drive-Mode für Offroad. Dann fahren wir hier rein. Ein bisschen Angst habe ich aber in der Kurve. Also ich weiß nicht, wie weit kann ich mich hier reinlehnen in die Kurve. Gehen wir mal hier so ein bisschen. Also ich fahre lieber echt vorsichtig, sage ich euch ehrlich. Hier bin ich schon mal mit dem Ranger durchgeballert. Da war aber hier wesentlich nasser. Hier ist ordentlich Schlamm. Fahren wir mal mit Schwung durch lieber. Ist aber gut, also macht Bock. Kommt ein Pferdchen. Ziehen wir mal hier rüber. Schönen grüßen, immer nett sein. Wir wollen ja hier auch keinen abfacken. Mit einer normalen Harley fährst du hier nicht so lang. Aber ich sag euch ehrlich, wie gesagt, in den Kurven habe ich ein bisschen Schiss. Liegt aber vielleicht auch an der Bereifung. Ich denke, wenn man Erfahrung hat mit Offroad-Fahren, kann man hier wahrscheinlich dreimal so schnell durchfahren, wie ich das mache. Wenn ihr Erfahrung damit habt, dann schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare. Mich würde das mal echt interessieren. Auch gerne mal Tipps in die Kommentare, weil ich sage euch auch, das ist nicht das letzte Mal, dass ich das hier mache. Und ich bin da dankbar über jegliche Art von Tipps. Die nimmt ihren Hund einfach im Kinderwagen mit. Wir sind jetzt wieder auf befestigten Straßen. Ich würde jetzt hier mal bis 70 gleich einmal durchbeschleunigen. Weil ich finde, das Teil fühlt sich wirklich nicht langsam an. Sage ich euch ehrlich. Also es ist nicht langsam. Und ich drehe die nicht aus. Also ich drehe die jetzt vielleicht bis 5,5 oder so. Der Rev-Limiter geht hier irgendwie bei 9 los scheinbar. Aber das will ich jetzt auch nicht ausreizen. Die ist gerade mal eingefahren, die Karre. Also ich gehe wirklich extrem ein hier in diesem Regenanzug. Es ist so warm. Also so müssen sich irgendwelche MMA-Kämpfer fühlen, die im Schwitzanzug vorm Kampf Gewicht machen, Alter. Wirklich. Also ich bin auf jeden Fall zu lost, um diesen Offroad-Weg zu finden, den ich im Kopf habe. Es muss hier in der Nähe sein. Also ich bin gerade über die A2 drüber gefahren. Da kommen wir aber auch hin, wenn wir die nächste rein. Ich werde safe nicht schaffen, aber egal, wir probieren's. Okay, also was habe ich gesagt? Kreisverkehr links und dann die erste wieder links, oder? Einfach ein Kurzzeitgedächtnis wie so ein Fisch. Jetzt haben wir wieder Schotter. Dann geben wir mal hier ein bisschen mehr Gas. Also Traktion ist gut. Fahren wir mal hier ein bisschen schneller. Boah, das wird aber dann schon sketchy. Fühlt sich so ein bisschen an wie früher als Kind, wenn man mit dem Mountainbike irgendwo im Wald einen Berg runtergefahren ist. Was ist hier? Geht es hier noch mehr in den Wald? Wir machen mal eine stärkere Bremse. Okay, man rutscht. Aber gut kontrollierbares Rutschen. Okay, hier muss ich mich hinstellen. Ich
bin mal gespannt, wie das auf dem Video, rüberkommt. Das sind schon krasse Schlaglöcher hier, ne? Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Oh, hier ist sehr matschig. Hier darf ich nicht stehen bleiben. Wir fahren einfach... Boah, Alter, das war aber richtig sketchy. Digga, ich bin fast weggerutscht, sage ich euch ehrlich. Wir fahren aber einfach hier durch. Wie Laszlo gesagt hat, mit Schwung. Boah, da habe ich gerade ein bisschen Arschwasser gehabt. Alter, das hätte anders enden können. Boah, Alter, schon wieder. Das ist hier so ein sandiger Untergrund. Aber es geht. Alter, was habe ich hier für eine geile Strecke gefunden? Ey, gut, dass ich hier reingefahren bin. Wirklich, ey, geil, Mann. Boah, also dieser... Boah, Alter. Ey, ihr werdet euch wahrscheinlich so kaputt lachen, weil es auf dem Video safe nicht so schlimm aussieht, wie es ist. Fahr mal hier im Sitzen lang. Boah. Also diese Sandscheiße hier ist super sketchy. Boah, Alter, hier ist richtig rutschig. Boah. Ey, ich muss mal kurz Luft holen hier, ey. Das sind hier jetzt schon echt so richtige Waldwege, ne? Also wir sind hier richtig deep drin jetzt. Das ist hier jetzt kein Schotterweg, sondern das ist wirklich hier Sand. Boah, guckt euch das mal an. Ich halte mal hier... Boah, ey, ich kann hier gar nicht bremsen. Ich würde mal gerne hier zeigen, wie tief mein Rad hier reingeht. Guckt euch das mal an. Man sieht ja hier schon... Man sieht ja hier schon, wie tief so ein Fahrradreifen hier reingeht, ne? Und das Teil ist halt schon schwer. Und wenn man da, so wie ich gerade, mit 30, 40 oder so durchballert, merkt man das halt schon. Hier war das richtig sketchy. Hier fahre ich jetzt ganz vorsichtig durch. Boah, Alter. Aber genau sowas wollte ich ja auch, ne? Jetzt darf ich mich auch nicht beschweren. Boah. Okay, im Stehen ist besser. Ich muss im Stehen fahren. Und nicht zu schnell. Und ich muss meinen Fuß irgendwie an die Bremse kriegen im Stehen. Okay, jetzt geht's, jetzt geht's. Jetzt habe ich Kontrolle. Jetzt habe ich einen guten Stand. Ey, das ist hier wirklich... Boah! Boah, Digga! Alter! Ich glaube, ich habe es geschafft. Das war der Worst-Case-Part. Okay, also wenn sie das kann, dann kann sie alles. Boah, ich bin nass geschwitzt, ey, wirklich. Dieser Anzug... Boah! Dieser Anzug und dazu dieses Terrain... Terre, Junge, Alter, mit Benjamin Blümchen. Jetzt sind wir raus aus der Gefahrenzone. Können wir ein bisschen schneller fahren. Ich muss das öfter machen. Ich muss unbedingt auch mal irgendwie eine Vollcross-Maschine fahren oder irgendwie in so einen Enduro-Park oder irgendwie mal mit jemandem, der das wirklich drauf hat, der mir das mal beibringt. Weil ich habe lange nicht mehr so einen Spaß gehabt und ich habe auch lange beim Motorradfahren nicht mehr so einen Adrenalinkick gehabt, sage ich euch ehrlich. Und ich bin gerade, ich bin 30, 40 km/h da gefahren und ich habe einen Adrenalinkick. Das ist ja crazy. Um nochmal auf diese Anfangsfrage zurückzukommen, ob dieses Bike hier geil ist. Oh, dieses Bike ist verdammt geil. Also wirklich. Es ist nicht das, was wir Harley-Fahrer kennen, vor allem nicht solche plumpen Harley-Fahrer, wie ich es einer bin. Aber ey, wer dem Bike hier keine Chance gibt, ganz ehrlich, selber schuld. Selber schuld, wenn ihr euch diesen Spaß hier nehmen lasst. So, wir gucken jetzt nochmal aufs Handy kurz. Ich hab mal... Moin, Chef! Also Kühe auch, ey, irgendwie coole Tiere, sag ich ehrlich. Aber Burger schmecken halt auch gut, ey, scheiße. Also das müsste dieser Weg sein, den wir gesehen haben. Wir fahren jetzt hier rein, dann kommen wir nämlich da raus, wo ich eigentlich hin wollte. Alter, mir ist so warm. Meine kompletten Handschuhe sind nass. Amigos, wir sehen uns. Und let's go, Alter. Boah, es macht Bock, Mann. Das ist hier schon wieder diese Sandscheiße. Ich glaube, das ist hier einfach in dem Gebiet so. Es hat halt die letzten Tage super viel geregnet. Deswegen ist das hier so ein bisschen Sandmatsche. Und die ist natürlich super rutschig. Aber egal. Genau das ist ja das, was Bock macht. Fahren wir hier einfach mal durch. Jetzt hier bei 30 km/h. Fühlt sich im Stehen an wie 130. Man muss halt so ein bisschen lernen, glaube ich, die Straße zu analysieren. Einfach die Straße zu analysieren, vorausschauend zu fahren und halt... dann eben sich den Weg zu suchen, der am einfachsten ist für das Motorrad. Also es ist wesentlich, wie sagt man das, nicht aufwendigeres, aber wesentlich anspruchsvolleres Fahren als einfach nur auf der Straße. Ich meine, ist ja auch irgendwo logisch. Ist auch gar nicht, was ich für eine Scheiße erzähle hier. Hier können wir jetzt auch aus dem Offroad-Modus rausgehen. Das bringt ja nichts. Mein Gott, Alter! Es ist wirklich kein schlechtes Motorrad. Man ist halt echt auch einfach mal mehr in der Natur als beim normalen Motorradfahren.
Und ich persönlich mag das sehr gerne. Hier kann man auch jetzt echt entspannt im Sitzen durchfahren. Also das ist jetzt nicht viel anders als auf Asphalt. Mal den Sound im Tunnel hier. Boah, Alter, ey. Ey, ohne Scheiß, das Ding ist wirklich schnell, ey. Ich wundere mich. So, meine Freunde, wir sind wieder da, wo wir das Video gestartet haben. Und zwar mit dem letzten Take. Ich habe mir überlegt, was gibt es für ein schöneres Ende, als jetzt nochmal die Strecke zu fahren, die wir als allererstes gefahren sind. Sprich, wo ich die ersten Offroad-Erfahrungen gemacht habe. Und dann gucken wir mal nach jetzt so, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden Offroad fahren, ob ich mich sicherer fühle und wie sich das jetzt anfühlt. Und dann gebe ich euch da hinten, wenn wir durch sind, nochmal ein kleines Endfazit zum Motorrad. Also ich muss sagen, ich habe jetzt schon wesentlich mehr Vertrauen in dieses Motorrad und kann schon besser einschätzen, was Sache ist. Wir ballern hier jetzt auch einfach durch die Pfützen durch, gar kein Problem. Aber es macht halt auch einfach zu viel Spaß, hier durchzufahren. Ne? So, wir nehmen das schön mit. Hier auch. Alles gar kein Problem. Hier ein bisschen drumrum manövrieren. Zack, zack. Easy going, Alter. Ey, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Vorhin habe ich mich hier so schwer getan. Und jetzt knallen wir hier so durch. Auf jeden Fall habe ich schon nasse Füße. So, dann gucken wir mal. Okay. Sieht schon dreckig aus. Hätte ich aber schlimmer gedacht. Da ist halt ordentlich dreckig. Das war schon vorher. Ja, sieht schon aus wie Sau. Aber ein bisschen Hochdruckreiniger. Und das Ding passt wieder. Ich nehme jetzt nochmal den Helm kurz ab und stelle den da drauf. Gebe euch dann ein Endfazit, dann könnt ihr mich auch nochmal sehen, wie ich hier in diesem Schwitzanzug bin. Alter, mir ist so warm, aber wir sind durch. Ich hoffe, das Licht reicht noch mit dem ND-Filter hier. Fazit zu dieser ganzen Geschichte. Ich glaube, ich hatte wirklich lange nicht mehr so viel Spaß beim Motorradfahren. Also es hat wirklich Bock gemacht und das als wirklich durch und durch Cruiser-Fahrer soll schon was heißen. Kommen wir zur Frage zurück, ist das Ding noch eine Harley-Davidson? Meiner Meinung nach nein. Also wenn man das als Harley-Davidson sieht, was ich als Harley-Davidson sehe, hat das für mich nichts damit zu tun. Ist aber nicht schlimm, denn es ist was ganz, ganz anderes, was ganz Neues, was unfassbar viel Spaß macht. Und ich finde es gut, dass die Marke Harley-Davidson sowas baut, einfach um Leuten wie mir, die so engstirnig sind und sich nur auf diese Marke fokussieren, auch mal die Möglichkeit zu geben, sowas hier zu erfahren, so einen Spaß zu haben. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe jetzt schon diesen Gedanken im Kopf, irgendwann wird es bei mir ein zweites Motorrad geben, ob es jetzt die Pan Am ist, sei mal dahingestellt, mit dem ich Offroad fahren kann. Wirklich, also ich muss da auf jeden Fall noch mal ein, zwei Motorräder testen, vielleicht auch mal eine Vollcross-Maschine oder so, weil das hat jetzt so viel Spaß gemacht, das ja, kann man nicht so lassen. Also das, da muss ich auf jeden Fall mehr machen. Testet selber, kommt vorbei, kommt bei uns in den Shop, macht mal eine Probefahrt mit dem Ding, es lohnt sich. Ne? Wenn ihr jetzt noch mal ein bisschen Zeit habt, könnt ihr euch noch das Video anschauen, wie ich mit meinem Ranger das erste Mal Offroad fahre. Oder ihr schaut euch ein Video an, wo ich mein Bike vorstelle. Ich verlinke euch das mal beides jetzt hier nach dem Video. Und ich danke herzlichst fürs Zuschauen. Danke, dass ihr die Erfahrung mit mir geteilt habt. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Daumen nach oben, wenn das Video gefallen hat. Und lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr schon mal Offroad gefahren seid. Macht's gut, bleibt stabil, haut rein. Ich hatte euch das Ganze ja versprochen, dass ich euch mein Motorrad mal detailliert vorstelle. Was haben wir hier für ein Modell? Harley Davidson Lowrider S 117. 117 aufgrund der Motorgröße. Wir haben hier einen Milwaukee 8 Motor drin mit fast 2 Liter Hubraum.